So, ich darf euch zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy begrüßen. Wir sind heute hier im Badezimmer weiterhin, doch das wird sich ab heute ändern, denn wir werden die neue Galaxie. Es ist genau gesagt Bowsers Sternenfabrik. Die werden wir heute besuchen und werden uns einen Weg in ein neues Zimmer öffnen. Offenbaren. Wir werden uns ein neues Zimmer öffnen. Ja, so kann man es auch sagen. Dafür müssen wir Kampf in Bowsers Festung überleben. Und ich glaube, das wird möglich sein. Das erste Level und weiterhin ein kleiner Teil aus meinem Trailer. Werden wir es bis oben hin schaffen und gegen Bowser kämpfen? Nun ja, das sehen wir jetzt. Und wir werden auf jeden Fall erstmal eine coole Musik erleben. Ich mag sie. Das ist eine der besten Musik, die es gibt. Und sie hat auch einen epischen Klang. Und das ist eine sehr schöne Burg, also eine Festung. Denn sie hat eine erstens, da oben ist ein schwarzes Loch, eine sehr schöne Drehung hier mit der Seite. Hier übrigens ein kleiner Ausschnitt aus meinem Trailer. Diesmal sammeln wir das Leben aber nicht. So. Boah, das dreht sich alles im Kreis. Da können wir übrigens schön schwarze Löcher bestaunen, aber das möchte ich gerade nicht unbedingt miterleben. So, das ist jetzt so eine Timing-Sache. Ich möchte nämlich nicht in, ja, dieses Feuer oder platt gemacht werden. Das sind zwei Dinge, die ich gerne vermeiden möchte. Genauso wie ich von den schwarzen Löchern eher nicht aufgesaugt werden möchte. Dazu müssen wir aber guten Glücks und mit ein bisschen Können. Wo ist meine Plattform hin? Da war gerade noch eine. Da ist die. WTF. Nein. Hau ab. Oh Gott, das ist knapp. So. Also wir können hier unten und da oben sehen, da sind überall schwarze Löcher. Oh, wie blöd bin ich denn? Verdammt. Okay. Wir starten nochmal hier. Was ist das denn für ein komischer Punkt? Egal. Wir können also jetzt nochmal das ganze Sprunggedönse hier neu machen. Das war ja gar nicht viel. Kann mir jemand sagen, was ich mir gerade bei der Aktion gedacht habe? So, anscheinend können wir hier auch ganz ohne Sorgen stehen. So, sollten wir diesmal vielleicht den, ja, ouch. Ich wollte gerade sagen, wir sollten diesmal nur dafür sorgen, dass wir nicht getroffen werden. Wurden aber fast wieder zerstört, sage ich mal dazu eher. Denn hier sind die Froms nicht so wie in den anderen Teilen, sondern hier sind sie einfach nur tödlich. Hat man gerade mitgesehen? Ich wollte eigentlich gar nicht vom From zerstört werden. Ja, das ist natürlich sehr nett von euch. Kann ich... Uiuiui, das war... Ich habe gerade Bekanntschaft gemacht von einem Gesicht, wo man anscheinend wohl nicht drauf sollte. So. Das können wir alles ein bisschen abkürzen, weil wir jetzt langsam die Zeit wammeln wird. Shit. Shit, 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 shit. So. Wieder voller Energie. Und da taucht er schon auf. Bowser. Er ist sauer, dass wir jetzt hier hochkommen. Und will uns aufhalten. Indem er mit seinen Meteoritenteilen einmal kurzerhand diese Teile hier, ja, sag ich mal, zugrunde macht. Das wird ihm aber diesmal nicht gelingen. Hoffe ich auf jeden Fall. Und so werden... Alter. So werden wir ihn besuchen. Hi Bowser, wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Du bist weit gekommen. Dich werde ich zerquetschen, genau wie der Frum vorhin. Ich hab's gesehen, live in HD. Und dann die Fetzen der Welt verteilen. Und so beginnt der erste Kampf gegen Bowser. Bowser macht sein Handwerk hier noch alleine. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, wie der Kampf nochmal ging. Ich weiß es leider nicht mehr. Doch, oder? Ja, doch, ich weiß es doch noch. Dreh um und zack. So, Hit Nummer 1. Und so geht das den ganzen Kampf weiter. Natürlich wird er noch weiterhin Moves erfüllen, wie zum Beispiel Feuerspucken. Und natürlich seine kleine Stromattacke. Aber die stellen keine große Gefahr dar. Solange er ja so blöd ist und sich... Da ist irgendwas runtergefallen.
Solange er so blöd ist und uns, ja, die Chance gibt, ihn zu treffen. Ach toll, die Münze. So, Hit Nummer 2. Und, ja, es gibt noch eine dritte Chance. Ich frage mich gerade, was hier runtergefallen ist. Es war jetzt gerade echt komisch. So. Diesmal ist es dreimal dran. Und dreimal ist auch keine so große Gefahr. So, und ich glaube, das war dann schon Bowsers... Ja, wir haben schon wieder denselben Fehler gemacht. Das war dann schon Bowsers erster... Ja, sag ich mal... sein erster Angriff. Wenn wir ihn jetzt treffen. Und so ist er besiegt. Zum ersten. Schade um ihn. Aber was ist denn da gerade runtergefallen? Es ist mies gelaufen. Aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du, du kannst mich aufhalten? Und da kommt er. Unser erster... Ja, was sag ich hier erster? Unser dritter insgesamt schon. Aber unser erster vom Bowser erkämpfter Powerstern. Komm her! Ich weiß jetzt nicht, was mich verleiten hat. Was mich dazu brachte, jetzt beim großen Stern still zu sein. Ich weiß es nicht, ich war gerade selber am Überlegen. Aber mit der Kraft des dritten großen Sternes können wir einen neuen Raum betreten. Wir sehen, er färbt sich grün. So, ja, das ist grün. Und damit eröffnet sich, wie können wir es sagen, ja, ein neuer Raum. Und zwar er da oben. Er hier. So, Bowsers Festung und ein weiterer Stern, Nummer 26, ist geschafft. So. Und natürlich direkt 4 neue Galaxien. Das ist gut. Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum ferntesten Ort gebracht. Dem Zentrum des Universums. Wenn unsere Sternkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Ach, danke schön. Ah, nee. So, ich sehe gerade, hier oben ist so ein, ja, Stern, sag ich mal. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Aber was willst du denn überhaupt? Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich angekommen. Ach, lieber Mario. Die Briefe sind... Oh, 5 Leben. Ja, komm, nehmen wir mal Zero an. Ich will nicht Game Over gehen. Und ich finde das natürlich eine lustige Idee. Du kriegst... das ist das Spiel mit 5 Leben. Und meistens ist es so, dass der Tod da am Anfang steht und die einfach wieder 5 Leben gibt. Anstatt das Spiel direkt mit 10 Leben zu starten. Nein, wir müssen es ansprechen. Ja, vielleicht... Man weiß es nicht. Ich habe es jetzt nur angemacht, weil ich ein Noob bin und Spaß beiseite. Einfach weil, ja, der Briefträger, er muss ja auch seine Arbeit machen und, ja, die Post abzulehnen, wäre nicht toll, ne? Kampffelsengalaxie, der Risikokomet. Ein, ja, eher leichter Komet. Und jetzt, wo ich sage, er ist leicht, werde ich es bestimmt verhauen. Und dann könnte ich mich natürlich ohrfeigen. Ich höre gerade im Hintergrund andauernd was. Ich hoffe mal, da ist niemand. Ja, außer meiner Freundin, glaube ich, aber sonst ist da niemand. So. Der Risikokomet ist, oder besteht eher gesagt, nur aus diesem Bereich hier. Also aus den Topmans. Ja, sie heißen Topmans und Topmaniac. So. Oh, das war knapp gewesen. Und wir müssen diesen Bosskampf jetzt mit einer Energie aushalten. So, ob wir das schaffen werden, ich weiß es nicht. So, natürlich Ziel einfach, den Boss immer in die Scheiße drängen. So, und drauf springen. Ach Gott, das war nicht weit genug. So, danke. Und letzte Phase mit den beiden, ja, Topspins, sag ich mal.
Oh Gott, ey. So. Und letzte Phase. Natürlich, es ist keine... Schlag den doch. Danke. Keine schwere Sache. Der Stern gehört auf jeden Fall uns. Top Maniac ist aus meiner Sicht ja auch kein schwerer Gegner. Die Idee ist lustig, aber... Ja. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr machen können. Ich werde nach diesem Part erstmal so in etwa 10 Minuten mal gucken, was hier überhaupt los war. Ich habe irgendwo vorhin was knallen gehört. Nicht, dass da irgendwo was umgekippt ist oder so. Und ich bin jetzt hier im Aufnehmen und... Oh nein. Da gehen wir sicherlich nicht rein. So. Dann wollen wir doch mal, weil uns die Möglichkeit gegeben wird, das neue Zimmer besuchen. Es befindet sich natürlich am anderen Ende der Kuppel. Das heißt, wir haben einen kleinen Weg vor uns. Aber den können wir ruhig im Kauf nehmen. Für ein paar weitere Powersterne ist uns das eigentlich vollkommen wert. So. Sag mal, heute komme ich auch gegen alles. So. Ja, das Licht ist wieder da, ich weiß. So. Der Weg ist echt weit, ne? Konnten wir das nicht irgendwie so abkürzen? Ja, danke. So. Ja, ihr habt gerade schon einen anderen gesehen. Es ist die Küche. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Ja, jetzt schon. Die Sache ist nämlich die... Dürfte ich? Danke. Wir haben schon so viele Sterne gesammelt, dass 23 braucht wir nur, um Bowser zu freischalten. Oh Gott, wie viel brauchen wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Testblase. Okay. Dann gehen wir doch mal zur Testblase. Soll auf jeden Fall noch einen Stern machen. Ich glaube, der ist auch gar nicht so schwer. Ja, jetzt kommen momentan erstmal ein bisschen einfache Sterne. Momentan waren auch die anderen Sterne einfach, aber... Ich meine jetzt von... Ja, die Schwierigkeit müsste eigentlich höher liegen. Aber dem ist nicht so. Jetzt natürlich pure Konzentration. Denn wir müssen mit unserer Fernbedienung Mario gleich steuern. Werdet ihr gleich sehen. So, das hier übrigens ist kein gutes Zeugs. Da sollte man auch nicht reinfallen. Hier sind schon überall Totenköpfe. Es ist schon peinlich, dass ich mal damals hier reingefallen bin. So. Und jetzt können wir uns so mit der Luft umherpressen. Sollten wir in Kontakt mit irgendwas kommen, platzen wir und sind tot. Also es ist so eine Art One... Ja. Eine Kraftaufgabe. Ich glaube, Wände sind noch okay. Aber ansonsten diese ganzen, ja, ich sag mal... Bomben, die hier rumfliegen, die sollten wir echt ignorieren. Ich meine, sie ziehen zwar hier so eine Linie, aber trotzdem sollten wir es unterlassen, sie zum, ich sag mal, knuddeln. So. Da ist das letzte Teil. Aber die Musik ist wieder toll. Es ist ja immer noch was, was ich echt toll finde. In die Musik. So. Ah, okay. Dann können wir... Ja, nee, was mache ich denn schon die ganze Zeit? So, dann können wir ja eigentlich hier runter und dann haben wir es schon geschafft. So. Natürlich. Oh mein Gott. War das nicht die einzige Ebene? Da ist unser Stern. Da kann man leider nicht rüberspringen. Ich habe es schon versucht. Ja, man ist halt neugierig. Also ich habe es mit dem ersten Mal nicht geschafft. Vielleicht ist es möglich. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es gerade selber nicht. So. Haben wir so einen Baumstamm hier. Baumstamm ist auch lustig, ne? Dreht sich einfach im Kreis und wir lassen uns mitziehen. Oder können uns mitziehen lassen eher, aber das ist nicht der Fall. So. Da sehen wir zum Beispiel jetzt wieder ein paar Bomben. Wir können hier Münzen sammeln, ne? Ich hab... Warum? Die einzigen Sinn, den Münzen haben, irgendwie Kraft. Ich weiß aber nicht, warum. Also, doch, warum sie Kraft geben, weiß ich. Das meine ich. Ein Hit und wir sind tot. Gut, Moment mal. Da will ich schon ein paar Leben haben. Na, das ist eine unsichtbare Wand. Oh, Alter, wir saufen ab. Okay, man kann ja ein bisschen experimentierfreundlich sein. Ah, unsichtbare Winde sind das Beste. So, nochmal.
Natürlich hat das jetzt gerade, war es natürlich ein guter Lauf, dass wir da reingegangen sind, ne? Das war einfach scheiße von mir gesteuert. Ich geb's ehrlich zu, ich habe richtig Scheiße gebaut. So. Wir müssen wieder vorsichtig sein, denn hier fliegen immer noch die Bomben rum. Ich bin, glaube ich, gegen die da hinten, ne? Die hier so hin und her geht. Och Gott. Das soll mir nicht nochmal passieren. Na, dann sollte mich doch Unglück erwarten. So, jetzt müssen wir, glaube ich, so. Uiui. Ui. So. Das ist auch so eine ganz leichte Aufgabe. Was ist das jetzt? Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo wir hin müssen, ne? So, der Stein. Ich höre den Stern. Ich kann ihn schon leicht wahrnehmen. Ich muss ziemlich nah dran sein. Und ich bin noch, glaube ich, ja, da ist er. Dankeschön! Also, die Minen, die fliegen immer noch um uns her. Das ist, mich würde sowas echt kirre machen, wenn die Minen immer noch um mich herum fliegen. So, 3 Sterne sind auf jeden Fall schon mal geschafft. Einen 4. machen wir noch. Und das wäre dann, so, was haben wir denn? Ein Bild, nein, das wollen wir natürlich, wir wollen kein Bilderbuch gucken. Vielleicht kann ich so etwas, so Krimskrams, was einfach keiner braucht, machen. So, wir gehen in die Glasstrandgalaxie. An der Galaxie, die cool ist, aber die hat eine Stelle, die ist einfach so, ja, seltsam, dass man sagte, die muss man auf jeden Fall wiederholen. Und das war dann in Super Mario Galaxy 2. Da kommen wir aber noch später zu. Also erstmal hier die Glasstrandgalaxie. Was glitzert denn da auf dem Meeresboden? Ja, das ist nämlich dieses komische Sternteil. Also die Sterne einzeln. Ich glaube, die führten eh nur da hoch. Unser Ziel, Kamera, geht nicht. Unser Ziel ist es also einfach nur, oben auf den Berg zu kommen. Mehr nicht. So, das heißt, wir tauchen jetzt schon mal direkt ab. Und ich hasse die Schwimmsteuerung. Wenn ich mich recht erinnere, ist die richtig scheiße. So, Nummer 1. Willst du 5 Stück sammeln wieder? Das hat sich auch nicht geändert. Und ich glaube, alle 5 sind unter Wasser. Hoffe ich mal. Soweit ich das... Ja, genau, einer ist an der Muschel. Okay. Auch schön, ne? Die Muscheln wurden auch wieder übernommen. So. Bloß nicht von der Muschel treffen lassen. Wäre dann doch ein bisschen ekelhaft. So. Da unten ist noch eins. Kommt es eh so ein Monster raus. Na, lass mal. Ja, ja, ich weiß. Du willst mich fressen. Ich mag dich auch sehr gern. Joch, du bist ein bester Freund von mir. So, jetzt frage ich mich natürlich, wo das letzte Teil ist. Ob man das irgendwie von oben gucken kann. Lass mal Luft holen. So. Ich denke mal nämlich oben ist es nicht. Frag erstmal den Typen hier. Ach, die Schüler sind abgelenkt von den Glitzernden im Meer. So können sie doch nicht abschließen. Ja, genau. So. Das heißt, wir müssen noch irgendwo so ein Glitzerteil finden. Ich glaube, da hinten in der Kiste. Bin mir gerade echt unsicher. Nö. War nur eine Täuschung. Eine optische Täuschung. Aber wo ist denn dann das letzte Teil? Hä? Die Frage ist jetzt echt, wo ist das Teil? Also sie sollen ja alle hier unten sein, aber irgendwie finde ich gerade das letzte Teil nicht. Das ist jetzt ein bisschen höher. Hier sieht man ja ziemlich viele oben. Oh, warte mal. Da sind so kleine Zwischenräume. Vielleicht sollten wir die mal erkunden. So, Mario brauchen Luft. Hm. Also, außer eine scheiß Steuerung habe ich hier gar nichts. Und ich sehe jetzt gerade gar nichts. Hallo?
Ja, das ist nett. Hab natürlich jetzt gar nichts gesehen. Und suche wie ein Blöder weiterhin. Da ist noch eine Kiste. Warum habe ich denn die Kiste noch nicht zerstört? Wenn das jetzt da drin ist, ne? Aber der Pinguin steht schon davor, es wird da drin sein. So. Und die Luft wird knapp, ne? So, wo landet der Stern? Ach, das ist praktisch. So. Jetzt landen wir, glaube ich, einfach nur hier oben. So. Kann man das nicht leichter machen? Nein, kann man nicht. Okay. Ach so, ja, klar. Ich weiß nicht mal, was hier kam, aber wir machen es einfach mal. Und was kam hier nochmal? Also nur die tolle Melodie. Ach toll. Das wollte ich doch gar nicht. Ah, okay. Doch. So einfach geht das. Das letzte ist dieser Wandsprung. Und da haben wir den Stern geschafft. So. Noch die Sternwarte hier kaputt machen. Oder den Sternteil da. Den Sternteil. Und schon haben wir den ersten Stern dieses Levels abgehakt. Und somit endet auch dieser Part, ne? Wir haben unglaublich viel geschafft. 4 Sterne. Ich bin stolz auf mich. Wenn wir 4 Sterne weiter pro Part schaffen, dann kann das Projekt doch gut weitergehen. Ich glaube, das war jetzt Part 8, ne? Ich glaube schon. Und dafür, dass wir jetzt, ich glaube, 29 Sterne haben, das ist richtig gut. So, der Gummilama ist noch da. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von Super Mario Galaxy, sehen uns im nächsten Part wieder und sagen erstmal bis dahin, Leute, danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.